Servus, liebe Abonnenten! Und wir wollen euch heute, bevor das losgeht mit dem Abonnenten-Special-Löse, einen Glitch auf Kari präsentieren und einen der schwierigsten, ja, ich hoffe mal, mich werden jetzt Leute nicht auslachen, wenn ich sage, einen der schwierigsten Glitches auf Karachi, wenn man den kann, ist eigentlich gar nicht so schwer. Jawohl! Und der Timmy macht es schon vor. Man muss halt hier auf das erste. Ich würde meinen Taktik einstellen. Sing so. Ich habe gerade Jinx gechanged. Ja, also man sollte als Perks haben, One-Man Army, dann Kommando und Lightweight. Ja. Hier legt man sich am besten dann einen Taktikeinstieg. In die Lüfte mit drüber. Der Flash! Sorry! Und der gammelt sich die ganze Zeit hier die Flash an. Und da bin ich drüber. So, also, man sollte halt kommen. Als nächstes auf den nächsten Balkon. Ja, man sollte halt One-Man Army mitnehmen, weil man dann halt jederzeit seinen Kit chargen kann. Und sich wieder eine Taktik einen Chick reindödeln kann. So. Ja, richtig, richtig reindödeln! So, ja, dann kommen wir noch zu den Spielen mit den Abonnenten. Viele haben zugesagt, dass sie am Donnerstag oder am Freitag können. Und da werden wir, da hat Timmy einen Fail begangen, da werden wir dann halt unsere Abonnenten-Specials raushauen dann, nacheinander gleich. Ja. Yo, Pfirsich, bitte kill mich. Also am Freitag. Diesen Glitch gibt's schon auf YouTube. Wir wollten ihn nur noch mal hier weiter veröffentlichen, damit sich mehr Leute darüber ärgern. Das hier ist eine ziemlich schwierige Stelle. Man muss halt hier drauf hüpfen. Oh! wunderbar gesagt, Schätzle. Ja, man orientiert sich am besten immer am Fadenkreuz und dann sieht man ja dieses H da. Da legt man dann am Ende seinen Taktikeinstieg und muss dann hier auf die Kante springen. Und fail. Kill mich. Warte. Ich mache eben noch einen Taktikanstieg hier, damit du gleich deinen schönen Hit bubbeln kannst. So. Dann hier auf die Kante. Oh, und dann, wenn er da das schafft, wartet er bitte auf mich. Weil manchmal bin ich echt schlecht. So, und dann muss man hier einfach rennen und dann ist. Nein! Fast geschafft! Nochmal killen. Ja. Oh, war das schlecht. So, und dann dann machen wir eben einen Cut, bis Timmy auch hier oben ist. Bis gleich. Jo, bis gleich. So, und wir kommen zum nächsten Teil. Servus. Dieses Karachi-Glitches. Und wie der Timmy gerade atemberaubend demonstriert, muss man hier diese zerstörte Wand hoch. Dann, ist fast wie gewollt. Und zack. Weitere machen und wir sehen uns bei den nächsten Stufen. Hier kann man natürlich schon schön snipen. So, jetzt haben wir einen kleinen Beam gemacht. Jetzt geht es nämlich zur dritten Stufe des Glitches. Wir gehen von diesem Haus hier durch diese Verbindung auf dieses Haus hier und springen von diesem Haus hier auf dieses Haus hier. So, und dann hier, man beachte dieses Kästchen da unten. Jetzt ist man in diesem Häuschen drin, weil die Decke undicht ist. Das Problem ist, man kommt nicht mehr raus. Aber es ist ganz nett, um AFK zu sein. So. Moment! Ich hab kein Ding. Ich hab noch. Moment, ich muss mir eine gescheite Waffe zulegen. So, jetzt, Moment, kurz chillen. Ich hab nämlich keine Munition mehr. Kleinen Moment, Abonnenten. Ich hol den da gleich raus. Okay, wir machen eben einen Cut. Dann sind wir wieder oben. Bis gleich. Okay, bis gleich. So, hallo zum vierten Teil und damit dem längsten Teil, den wir jetzt aber nicht ausführlich zeigen können, weil wir es eben verschissen haben. Ja, hallo. Wir haben nämlich aus Versehen auf die falsche Klasse geswitcht und ich hoffe, ihr verzeiht uns diesen erbärmlichen Fehler. Jedenfalls. Pfirsich seinen erbärmlichen Fehler, denn er hat mich angesteckt. Du hast zuerst angefangen. Naja, ja. Fangen wir nicht damit an. Wir sind von diesem Haus hier runter.
Kommande! Dann hier auf diesen Vorsprung. Und da muss man hier ganz vorsichtig sein. Um die Ecke gehen. Fuck! Und er ist tot. Dann werde ich es alleine vollführen. Hier braucht man Kommando, sonst stirbt man auf alle Fälle. So, dann kann man hier weiter. Achtung, Achtung, in manchen Stellen der Karte sind Löcher, da fährt man durch und dann stirbt man. Also immer schon Taktik einen Stück legen. Dahinter ist eine, da hinten irgendwo, da kommt ihr bald zu einer Mauer, da baut ihr ein Car Package. Für die Engländer Car Package. Und das müsst ihr dann hinschmeißen. Und dann könnt ihr da drüber klettern und dann könnt ihr überall hin, dann könnt ihr auch bis zum Ende der Welt und dann, runterfallen, ja. Und das war eigentlich so der Glitch. Also man kann wirklich außerhalb der Map. Und wenn man ein bisschen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja gut, dann zeige ich noch ein bisschen was. Hallo! Okay. Ja, ich wusste nicht, dass man da nicht stirbt, wenn man auf dieses Geländer springt. Jedenfalls ist hier, man kann dann schön seinen Weg so durch ein paar Schüsse in den Boden testen, weil da, wo die Schüsse nicht ankommen, oder da, wo eine Granate durchfliegt, ist halt Ende. So, dann kann man hier weiter und dann, also es sieht halt noch ziemlich schön programmiert aus. Wenn man ein bisschen weiter geht, dann kommt man auch zu einer Stelle, die auch im Singleplayer vorhanden ist. So, und wir verabschieden uns mit einem freundlichen Tschüss. Ihr könnt das noch alles hier erkunden. Tschüss! Und ich verlasse mal.